Im Jahre 1963 erfand NASA-Ingenieur Steve Papell Ferrofluid, um einen Raketentreibstoff zu entwickeln, der magnetisch bewegt werden kann. Pumpen mit mechanisch beweglichen Teilen sollten damit unnötig werden. Ferrofluide sind Flüssigkeiten mit magnetischen Eigenschaften. Die Flüssigkeit selbst ist nicht magnetisch, es sei denn, sie wird einem magnetischen Feld ausgesetzt. Dann wird das Ferrofluid von der Magnetquelle angezogen und bewegt sich. Ein Pumpenmechanismus ohne bewegliche Teile kann damit geschaffen werden. Ziel von Papell ist es, eine Pumpanwendung zu realisieren, die mit gepulsten Elektromagneten Flüssigkeit transportiert. So eine Pumpe hat viele Vorteile. Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, gibt es weniger Verschleiß und somit weniger Wartungsbedarf. Außerdem arbeitet sie leiser. Für Papell zeigen wir die grundlegende Pumpfunktion. Das Ferrofluid fließt, indem Elektromagneten an- und ausgeschaltet werden. Danach werden Feststoffe in Rohren transportiert, wo diese sortiert und gemischt werden. Das Experiment fliegt 2018 zur Internationalen Raumstation. Es wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, ermöglicht, welches den Überfliegerwettbewerb 2017 durchführte. In diesem Wettbewerb wurden 3 Experimente ausgewählt, um Teil der Mission von Alexander Gerst zu werden. Wenn ihr mehr über uns, die studentische Kleinsatellitengruppe der Universität Stuttgart, erfahren wollt, dann könnt ihr euch das Video zum Roach-Experiment ansehen.